kleinen Abstecher rein in Satter Hugo. Oh Gott, es startet mit dem Format von Kevin und mir und mit Romatra und Stegi. Ganz miese. Aber das war so klar, dass das bei Hugo landet. Hä? Afrika ist doch ein Land, oder? Ups. Romatra auch! Eigentlich. Krass, dass man Satter Hugo... Oh mein Gott, beide! ...Clips bei dir direkt live bekommt und zwar die ganze Zeit, der Hammer. Ja, ich sag's euch, Chef, wir müssen wieder carryen. Das nächste Video wird wieder 80% aus diesen Clips bestehen hier. Langsam tut mein Rücken weh, Bro, vom Carry dieser Videos. Er sagt legit, er hält mich fest! Was läuft das? So lassi! Er sagt legit, er hält mich fest! Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Da ist gerade ein Schüler angekommen mit Taxi, glaube ich. Aber ich kann nicht erkennen, wer. Der hat Handschuhe. Dicke Romatra! Romatra, Junge. Warte, ein bisschen Training. Ah, der ist zu fett, glaube ich. Oh, das ist doch gar nichts! Ah! Der wird mein... Chris hat beim Motorradfahren was ins Auge bekommen. Dann hat er so einen Tag lang ein rotes Auge und wir haben die ganze Zeit Witze gemacht, dass er sich ins Auge gewichst hätte. Und er es nicht zugeben will und deswegen die ganze Zeit sagt, dass es beim Motorradfahren passiert ist. Ja, es ist nicht zu Hause passiert. Ich war da auf jeden Fall unterwegs und hatte keine freien Hände. Hallo? Auf einmal jemand kommt und sagt, jo, willst du Bier oder Wasser? Digga, ich lieg da, Junge, mein Kopf tut weh. Oh, der hätte mir auch gerne wieder diese Kinderschokolade geben können. Die ist nämlich leer bei mir. Ja, guten Tag. Ich wollte fragen, ob es möglich ist, nochmal Kinderschokolade zu bekommen. Ich war gerade am Kacken. Auf einmal kommt da jemand rein und füllt die Minibar auf. Jetzt guck ich, ob der Kinderriegel reingemacht hat. Hat er. Wer steht ganz oben in der Tabelle, sondern... Sehr gut. Auch vielleicht... Oh, so kinderschokoladesüchtig. Fitnessmäßig, wer hat den besten Wurfarm? Und komm her, little please. Was hast du gestern Abend noch gemacht? Gestern Abend haben wir gechillt. Auf Lock. Auf Lock. Ah, auf Lock. Ich hab das gestern die ganze Zeit falsch ausgesprochen anscheinend. Sag mal nochmal, auf Lock. Auf Lock. Ja, Mann. Papa's got a brand new bag of toys. Make noise, I done touched on everything. But little boys. Fängt ein Teammitglied jedoch den Ball, bevor er Boden oder Decke berührt, sind alle Spieler, die in diesem Spielzug davon getroffen wurden, gesichert. Deep in der Defensive. So gut. Oh mein Gott, sie haben sich genau gleich bewegt. Genau gleich mit K. Das wurde auf TikTok hochgeladen, alle haben die ganze Zeit geschrieben, K gleich. Hallo! Was ist denn mit Carsten los? Und was hältst du jetzt hier zu den Vorwürfen, dass dein Team Quatsch ist? Ja, das Ding ist halt, wir haben eine Geheimwaffe. Remi-Streamer, das ist so schlechte Qualität. Das war so ehrenlos, dass alle Streams gute Qualität hatten. Und bei Remi war das einfach so eine Pixel-Show. Hugo mit am Start so. Oh, Hugo! Nein, Digga, Hugo hat einen Headshot kassiert. Einer liegt am Boden, wer liegt am Boden? Oh. Aber mit Brille Sport ist auch immer mies, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß noch, ich habe irgendwann ab der 8., 9. Klasse angefangen, Kontaktlinsen zu tragen. Und davor hatte ich auch immer Brille. Und es war im Sportunterricht so belastend, weil du immer wusstest, so. Ich hatte ein Mädel auch in der Parallelklasse, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber die hat auch mal einen Ball ins Gesicht bekommen und der ist in Brillenglas kaputt gegangen und in ihr Auge. Und dann musste die zum Arzt und die ist fast blind. Es war, also wurde fast blind dadurch. Es war ganz schlimm. Und ich hatte dann immer so Angst im Sportunterricht, weil ich mir dachte, Junge, wenn dieser Ball mir in die Fresse geht, dann ist es vorbei. Klassischer Headshot. Hugo oh, ist die armen Junge. Gestürzt und auf die Schulter gefallen, hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Hugo will ich auch nicht unterschätzen. Ich glaube, Hugo ist so einer, der wird sich auf vier Arme brechen, Bro, wenn es sein muss. Hauptsache, der wird nicht getroffen, Alter. Da ist gebrochen. Ja. Der Arzt, mit dem ich geredet habe, der telefoniert so hoch, so, yo, im Zimmer und so frei ist, heute OP. Digga, auf einmal sagt er, yo, der kennt dich. Digga, stell dich vor, ihr werdet von einem Viewer operiert, Digga. Hell, man. Ich bin in den letzten zwei Jahren war ich nur, ich weiß nicht so oft, zweimal beim Zahnarzt. Und ich habe in beiden Momenten ein Selfie, und es waren unterschiedliche Zahnärzte, eine war in Aschaffenburg und eine war in Berlin. Und ich habe mit beidem ein Selfie gemacht, weil die mich erkannt haben. Knickt und habe mir den Fuß gebrochen. Das sind meine Kicks, Leute, wie findet ihr die? Boah. Das sind meine Kicks. Sick, neue Billie Eilish Schuhe. Sehr, sehr, sehr. Billie Eilish x Nike, komplett vegan. Er ist auf dem
Die werden zu mir gekommen, ganz stolz. Und meine Moin, kennst du mich noch? Nee. Wer bist du? Ich hab dich mal paroliert. Du hast doch auf mich reagiert. Keine Ahnung, Digga. Wusste ich wirklich nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern, Digga. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Hallo, pass auf, ne? Nicht zu nah ans Wasser, Digga. Ui. Hoppel, hoppel, Reiter. Wenn der Kaido fällt, dann schreit er. Fällt er in den Graben, dann kriegen ihn die Raben. Oh. Fällt er in den See, zieht er eine Nase Schnee. Oh. Yibi! Ich frage nochmal. Ah, gute Kinderlieder. Noch mal in deinem Leben Nein, noch nie. Wo meine Mutter mein Zimmer ich auf TikTok gesehen, so gut. Aufgeräumt hat, Chat, hat sie das in mein Zimmer gefunden. Und sie hat legit so aufgehoben und mich so enttäuscht und entsetzt angeschaut, so. Was ist das? Und wieder noch. Hat das was mit Rohr zu tun? Ich dachte, Mann, Mama, das ist Katzenminze. Bibus hat mir eine Memo geschickt. Ey, ich war gerade am Bahnhof und da haben mich halt ein paar Menschen erkannt. Ich habe mein Getränk in der Hand. Er wollte ein Foto machen und dann musste ich lachen. Und dann ist mir das Getränk umgefallen und alles in meinen Helm hinein. Und jetzt war ich wieder weg, denn das hier alles ist Dreck. Chef Strobel, Alter. Scheiße, Mann. Leute, wenn ihr noch einen Sub habt, dann jetzt rein. Ansonsten seid ihr ein kleines Schwein. Ich hab ein drittes Bein. Dann geht mir auf den Leim. Richtig, mein Humor ist genau das, was ich meine. Ey, Chef Strobel, wann? Ja, süß. Hundcam. Chef Strobel hat übelst einen süßen Hund. Chef Strobel, vielleicht tryst du mal einfach deinen Hund in die Facecam zu. Ich wollte doch sagen, Chef Strobel hat doch schon Hundcam. Wegen für 2 Stunden. Vielleicht wird's dann auch mal was mit den 1000 Zuschauern. Oh, ey, langsam ist es zu hart. Langsam tut mir leid. Wirklich, Chef Strobel wird neue Revi. Wir müssen echt zurückhalten. Arme Chef Strobel. Wieso ist mein Bild weg? Anscheinend hat das Bild mir jetzt gerade nicht zugestimmt bei dem Ganzen. Warum hieß du auf Steam mal Pappherzchen? Warum guckst du danach? Warum hieß du E-Girl Layla? Warum hieß du Leidenschaft für Schattensaft? Wie einfach jeder Name hier zensiert werden muss. Bibi. Ja? Das steht halt wirklich. Alexa, denkst du, Knossi kann tanzen? Ich wünschte, ich könnte nun auch einfach ein Pokerface aufsetzen. Komm, ich will es noch einmal anprobieren. 5 Stunden. Mein Ziel ist, so viel abzunehmen, dass ich in dem Ding... Ah gut, brauche ich eh nicht bügeln, so spannend ist. Du bist ein harter Arbeitnehmer. Du hältst dich lange auf. Nee, ich war. Aber ey, Knossi ist Freundin, ist so eine Liebe, ne? Das ist so eine Süße, ehrlich. Überrascht, guck mal. Fandst du schon an? Hast du hier zu Hause das Sagen, ja? Nein. Wie oft schimpf ich dich, wenn du irgendwas machst? Ja. Dann müsst ihr ja nicht die Hosen anhaben. Ja, hast du auch. Aber lass mich wenigstens hier im Stream aber den Kuchen markieren. Oder? Schon abgelaufen, Kennzeichen. Ja, dann leck mich doch. Ich brauch kein Kennzeichen zu Hause. Ey, ey, ey! Verpiss dich, du Fahr einfach unten in meiner Hut, Digga. Bruder, warum hast du ein neues Fahrrad? Ich bin ja mit dem Stream hier im Kreis gefahren. Ey, Jens, jetzt mach das nicht. Es geht wirklich schief irgendwann. Ich hab das bei Robert Geis gesehen in Sandtropez. So. Natürlich hat Knossi das mit. Ich hab das Gefühl, Knossi und Robert würden sich auch einmal gut verstehen. Frau, machst du ja putt, dann ist was los. Das ist da kein Meter. Das geht schief, die Frau. Ich sag euch das. Schatz! Zu Garten, ja gut wieder. Ich sag euch, schafft euch keine Frau und Kinder an. Geht das an. Robert! Robert! Hey, wir waren im Stream, wir waren im Video mit unserem Robert-Clip. Geht das an. Robert! Es sieht so schlimm aus, wirklich. Es sieht so schlimm aus. Robert! Sollen wir nachher mal gemeinsam in die Sauna gehen? Wir machen 115 Grad. Heizen wir die Bude mal auf. Sind das doch keine Saunatemperaturen? Was ist denn eine Saunatemperatur? Was für 100 Grad, Knossi? 80 Grad ist Sauna. Ich muss dazu immer sagen, ne, ich feiere Sauna gar nicht. Ich gehe da rein, ich krieg Kreislauf, ich krieg keine Luft vor allem auch. Einziger Weg, wie ich Sauna aushalte, ist, ich nehme mir ein Handtuch, pack in das Handtuch dieses Eis, was du eigentlich danach zum Duschen nimmst. Ich nehme nur so Eis in mein Handtuch und dann tue ich das so in meinen Kopf und atme die ganze Zeit in dieses Handtuch rein. So, mag Sauna nicht. Na, jetzt komm mal langsam dahin. Oh, Gerät überhitzt so. Oh, scheiße, tatsächlich.
Tatsächlich Handygeräteüberhitzung. Knossi hat so random Streams, ne? Er hat mehr. Aber ich sehe das nie, wenn der live ist irgendwie. Ich sehe immer nur Ausschnitte von seinen Streams dann plötzlich. Kriminelle Energie. Das ist ein Überfall! Auch kleine Geld nehme ich auch. Kleine Geld, Klimpergeld auch. Wer stinkt mehr beim Kacken? 3, 2, 1. Beide. Du hast heute aber auch ganz schön ein Ding reingedonnert. Oh. Hätte ich gern mal gesehen, die Wurst. Mein lieber Freund. Halligalli. Bin reingekommen, meine Zähne waren direkt gelb. Ist es bei euch zu Hause auch so? Wenn die einmal laut ist, hört ihr nicht mehr. Alexa, willst du mit mir auf ein Date gehen? Das ist, glaube ich, der unangenehmste Korb, den du bekommen kannst, wenn die andere Person aber anfängt zu singen. Willst du mit mir auf ein Date gehen? Super Miller Radio. Bleib in der Gott. Ändere deine Stimme. Alexa, kack mich an. Kann irgendeiner meiner VIPs, frage ich jetzt echt ungern, einer von meinen Moderatoren mir bei PayPal 50 Euro senden? Aus was für einem Grund auch immer ist mein PayPal-Konto mit minus 30 Euro gerade. So süchtig. Ja, Teddy, wir wissen, für Streamer geht's finanziell nicht gut, weißt du? Die Armen, die verdienen nicht viel, die haben viele Ausgaben, das Leben ist nicht leichter als Streamer finanziell. Das Finanzamt gilt nämlich nur für Streamer. Steuern gelten auch nur für Streamer. Ihr versteht das nicht.